die Zweifel und Motive, in deren Auflösung gerade so viel Doktrin enthalten ist, wie eben ausreichend ist, um die tiefinneren und grundlegenden Irrtümer der Vulgärphilosophie aufzudecken und die Bedeutung der unseren an den Tag zu bringen. Hallo und herzlich willkommen bei Cogitamus mit diesen sehr, sehr starken Worten. Bevor wir gleich anfangen und ich euch erkläre, von wem diese sehr polemischen Begriffe stammen, es gibt Neuigkeiten. Ihr hattet ja in der letzten Folge die Filmanalyse gehört. Folge 13.1 war das über Ich bin dein Mensch. Und ihr wisst ja auch von meiner Cinephilie, von meiner Liebe zu Filmen. Und ich bin jetzt seit neuestem beim Online-Medium Uncut tätig, uncut.at, und schreibe dort Filmkritiken und schreibe diese Filmkritiken mit philosophischem Hintergrund. Also es lohnt sich für euch auf jeden Fall bei uncut.at mal vorbeizuschauen. Außerdem könnt ihr uns bei YouTube abonnieren und bei PayPal unterstützen. Also nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge, die sich der Vorstellung eines Philosophen widmet. Wie ihr gerade schon gehört habt, geht es heute um einen sehr, sehr radikalen Philosophen. Die Begriffe, die eben vielen Irrtümer, tiefinnere und grundlegende Vulgärphilosophie, die bezeugen die Radikalität dieses Philosophen, von dem wir sprechen. Ich sitze wieder mit einem Tee, es ist früh am Morgen und ich würde euch gerne mitnehmen in eine kurze Reise in die Spätrenaissance, in das 16. Jahrhundert, eine Zeit des Umbruchs, und nur sehr, sehr wenige stehen so sehr für diese geistes- und naturwissenschaftliche Wende wie er. Giordano Bruno wurde heute vor 422 Jahren am 17. Februar am Tag der Aufnahme bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wir erleben somit heute den 422. Todestag dieses bekannten Mannes Giordano Bruno, der als Ketzer bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Ich versuche euch heute zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Giordano Brunos Biografie, Giordano Brunos Leben ist wieder sehr, sehr spannend und sehr aufregend. Ihr könnt aber auch wie gewohnt einfach nach vorne spulen zu seinen kosmologisch-philosophischen Ausführungen. Nach der Biografie Giordano Brunos erkläre ich das Kugelschalenmodell. Und danach schauen wir auf die Rhetorik Giordano Brunos und wie er mit Hilfe seiner Rhetorik die Argumente oder zumindest ein Argument für die Unendlichkeit entwickelt. Das Kugelschalenmodell erkläre ich euch, weil das vorherrschende kosmologische Weltbild bis in die Spätrenaissance über das Mittelalter hinaus war. Also ihr könnt zu den für euch relevanten Teilen springen. Für den konsistenten Genuss empfehle ich euch aber wie gewohnt durchgängig dran zu bleiben bei unserer Reise ins 16. Jahrhundert. Kurz zur historischen Einordnung. Wir reden also über eine Zeit sehr großer Aufruhr und großer Veränderung in allen Bereichen. Theologisch müssen wir natürlich die Reformation erwähnen. 1517 schlägt Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Die Aufspaltung in Protestantismus und Katholizismus ist also in vollem Gange im 16. Jahrhundert. Technisch wurde, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 100 Jahren, der Buchdruck erfunden, der natürlich sehr stark in das Leben der Leute eingriff und eben auch das Wissen stark vermehren konnte, wodurch sich dann auch die mathematisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Ära entwickeln konnten. 1543 hat Kopernikus das heliozentrische Weltbild postuliert, aber er spricht weiterhin nicht von einem unendlichen Universum. Das ist der wichtige Punkt für uns heute. Bis in die Spätrenaissance, bis Giordano Bruno, gab es dann schon das heliozentrische Weltbild. Die Sonne stand schon im Mittelpunkt, aber das Universum war weiterhin begrenzt. Noch ganz kurz politisch. Ein wichtiges Ereignis, die Eroberung Konstantinopels, die Hauptstadt vom übrig gebliebenen Oströmischen Reich, durch die Osmanen, 1453. Die führte auch zu einer großen Migrationsbewegung griechischer Gelehrter. Und geografisch dürfen wir nicht vergessen, noch eine kurze Zeit voraus, 1492, die Eroberung Amerikas. Also ihr merkt, das 15. und 16. Jahrhundert hatte es wirklich in sich. Aber bevor wir jetzt zu stark darauf eingehen, kommen wir direkt zur Biografie von Giordano Bruno, der genau in dieser Zeit gelebt hat. Geboren 1548 als Filippo Bruno im süditalienischen Nola bei Neapel, entstammt Bruno einer Familie von niederem Kriegsadel, also weder eine sehr arme Familie noch eine sehr wohlhabende Familie, ziemlich bürgerlich durchschnittlich. Mit 14 Jahren bereits beginnt er dann schon ein Studium an der Universität von Neapel.
Ein wichtiger Einschnitt erfolgt im Jahr 1565. Dort tritt er freiwillig in den Dominikanerorden ein und nahm den Namen Giordano an. Wir sprechen also seitdem von Giordano Bruno. Warum er freiwillig in diesen Orden eingetreten ist, ist nicht wirklich überliefert. Aber Tatsache ist, dass dieser Eintritt in den Dominikanerorden das Leben von Giordano Bruno maßgeblich und nachhaltig beeinflusst hat. Also seit 1565 erlebt Giordano Bruno diese mentale und physische Enge des Dominikanerklosters San Domenico Maggiore höchst selbst am eigenen Leib. Also gerade in diesen Klostern herrscht immer ein sehr, sehr protokollarischer, disziplinierter Tagesablauf. Die Architektur in diesem Kloster ist sehr, sehr eng. Die Liturgie, diese christlichen Prozesse und christlichen Regeln sind sehr, sehr streng. Und Giordano Bruno hat sich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Er konnte dem nichts abgewinnen und er fühlte sich zunehmend eingesperrt, sowohl mental durch diese protokollarischen, strengen Regeln, als auch einfach physisch durch diese Architektur des Klosters, durch diese engen Gänge. Wir kennen das alle so ein bisschen aus dem Film Der Name der Rose. Da wirkt alles sehr, sehr eng. In der Bibliothek herrscht kein reges Treiben. In der Bibliothek sind nur 3, 4 christliche Gelehrte, die da rein dürfen. Alle anderen müssen quasi um das Überleben kämpfen. Das ist wirklich keine sehr schöne Erfahrung, die er da gemacht hat. Und trotzdem ließ er sich 7 Jahre später, 1572, zum Priester weihen. Also soweit war er auch noch konform mit der christlichen Kirche und die christliche Kirche umgedreht auch mit ihm. Diese Zeit, diese kurze positive Zeit der Weihung zum Priester, die währte jedoch nur kurz, denn schon 3 Jahre später, 1575, gerät Giordano Bruno in Häresieverdacht. Häresie bezeichnet eine Aussage im Widerspruch zur katholischen Glaubenslehre oder, so wie wir es heute benennen würden, Ketzerei. Was hat er getan? Er hat verbotene Bücher gelesen, zum Beispiel die des Erasmus von Rotterdam, und er hat kritische Äußerungen getätigt in Fragen der Trinität, in Fragen der Dreifaltigkeit und ist eben generell sehr, sehr stark angeeckt. Er war ein sehr aufmüpfiger Typ, er hat sich immer aufgelehnt gegen die Obrigkeiten und deshalb musste er aus dem Kloster fliehen, um nicht da schon der Inquisition zum Opfer zu fallen. Also er wurde da auch schon angezeigt. Es gab schon eine Meldung an die höheren christlichen Räte, dass es hier eine Person gab, die ja sehr kritisch sich äußert gegenüber dem Christentum. Aber er flieht dann, sodass dieser Prozess quasi schwebend bleibt, diese Anzeige bleibt offen. Das wird ihm später noch zum Verhängnis. Und wir merken uns diesen Dominikanerorden für später gleich in der Biografie, aber auch für Brunos Rhetorik. Anschließend kommt eine Zeit, in der er sehr hektisch in vielen Städten lebte, 1578 zum Beispiel für kurze Zeit in Genf. Er äußert sich auch dort kritisch und zieht wieder weg, Zwischenstopps in Lyon, Toulouse. Sein Lebensunterhalt hat er damit Korrekturlesen und Privatvorlesungen verdient. Und 1581 erfährt er etwas Erfolg in Paris am Hof Heinrichs III. Und geht im Gefolge des französischen Botschafters Michel de Castelnau 1584 nach London. Dieses schöpferisch sehr fruchtbare Jahr 1584 merken wir uns auch, denn in diesem Jahr schreibt und veröffentlicht Giordano Bruno fast alle seine bedeutenden Werke. Er kommt allerdings nicht zur Ruhe, er erregt dann auch in England Kritik, er wird von der University of Oxford verstoßen, weil er dort den Kopernikanismus verteidigt. Kopernikus hatten wir gerade schon mal angesprochen, heliozentrisches Weltbild. Er reist anschließend nach Deutschland und auch dort von Stadt zu Stadt. Er war in Mainz, in Wiesbaden, in Frankfurt. Er wird in Helmstedt inzwischen zum 3. Mal exkommuniziert. Und dann wird es langsam haarig. Wer gut aufgepasst hat und sich an sein Todesjahr erinnert, der merkt schon, wie nähern uns seinem Tod. 1591 folgt Bruno der Einladung des venezianischen Patriziers Giovanni Mocenigo nach Venedig, der in die Gedächtniskunst eingeführt werden soll. Das ist ein wichtiger Punkt in Giordano Brunos Leben. Giordano Bruno war begeistert von der Mnemotechnik, von der Erinnerungskunst, von der Gedächtniskunst. Er hatte Talent in dieser Art, sich viele Dinge zu merken, dort Techniken zu entwickeln. Und er war sehr, sehr hoch angesehen auf diesem Gebiet. Aber dieser Venezianer, der hat sich sozusagen magische Dinge erhofft von Giordano Bruno. Er hat sich erhofft, dass er die ganze Welt auswendig lernen kann. Giordano Bruno konnte dem aber logischerweise nicht nachkommen. So gerieten die beiden in Streit.
Und 1592 wird Giordano Bruno dann von diesem Venezianer beim Inquisitionsgericht angezeigt. Es folgte eine lange 8 Jahre andauernde Kerkerhaft und der sich hinziehende Prozess. Erst in Venedig, dort sah die Lage noch ein bisschen glimpflicher aus, aber ab 1593 wird Giordano Bruno nach Rom ausgeliefert. Und warum wird er nach Rom ausgeliefert? Das Inquisitionsgericht hat noch in ihren Dokumenten das schwebende Verfahren aus Giordano Brunos Jugendzeit, nämlich aus dem Dominikanerkloster. Ihr erinnert euch an den Häresieverdacht wegen der Trinität und der Flucht dann aus dem Kloster. Wegen dieses schwebenden Verfahrens wird er nach Rom ausgeliefert und er lebt dort weitere 7 Jahre dieser 8 Jahre insgesamt erdauernden Kerkerhaft. In diesem Prozess wird Giordano Bruno dann aufgefordert, Widerspruchspamphlete zu verfassen, seine Thesen zu widerlegen, zu schreiben, dass er sich klar distanziert von seinen Aussagen, von seinen Büchern über die Unendlichkeit des Universums. Giordano Bruno kommt dem nicht nach. Und das Ende mit Schrecken ist nur allzu bekannt. Eben am 17. Februar 1600 wurde dann Giordano Bruno auf dem Campo dei Fiori, auf dem Blumenfeld in Rom öffentlich als Ketzer verbrannt. Ihr denkt jetzt, aufregend, mobil, ruhelos, rastlos, bewegt und tragisch war das Leben von Giordano Bruno. Aber für diese Epoche der Reformation, wir hatten schon darüber gesprochen, 1517, Martin Luther, Reformation, diese Epoche des 16. Jahrhunderts war das gar nicht mal so außergewöhnlich, ein solches Leben zu führen. Es gab zahlreiche Andersdenkende, die sich mit den kirchlichen Dogmen anfeindeten und ein einsames, gehetztes Leben führten. Kommen wir zu seinen Werken. Wichtiger Punkt ist, dass Giordano Bruno im Stile Platons die Dialogform gewählt hat. Wir werden wahrscheinlich in diesem Podcast auch nochmal dezidiert auf Platon eingehen, da ich sehr, sehr gerne Platon lese. Die Dialogform hat wirklich einiges an Humor und einiges an Leidenschaft und einiges an Frische im Vergleich zu sehr, sehr vielen anderen philosophischen Texten. Deswegen lese ich sehr, sehr gerne Platon und deshalb wird Platon auf jeden Fall nochmal Thema. Und da werden wir dann auch nochmal erklären, warum Platon die Dialogform gewählt hat. Wichtige Werke von Giordano Bruno: Das Aschermittwochsmahl, von der Ursache, Prinzip und dem Einen, aber auch insbesondere über das Unendliche, das Universum und die Welten. Das hat er 1584 geschrieben, im Alter von 36. Dieses Buch nehmen wir auch heute zum Anlass, um über seine Kosmologie zu schreiben. Gewidmet ist das Buch dem Botschafter Michel de Castelnau. Ihr merkt also hier wieder, die Biografie ist immer verbunden mit dem, was wir lesen. Die Personen tauchen immer wieder auf, die Jahreszahlen tauchen immer wieder auf. Deswegen ist diese Verschränkung immer so nett zwischen der Biografie einer Person und der Theorie einer Person. Bevor wir gleich weitermachen mit der Kosmologie von Giordano Bruno, müssen wir kurz auf die Grundlagen der Kosmologie in der Antike und im Mittelalter eingehen. Ein wichtiger Philosoph der Antike, ihr kennt den Namen alle, ist Aristoteles. In seinem Werk Decelo vom Himmel postuliert Aristoteles gemeinsam mit Ptolemäus das lange Zeit gültige kosmische Weltbild, das ptolemäische Weltbild. Ein Element dieses ptolemäischen Weltbildes ist natürlich der Geozentrismus, die Erde steht im Mittelpunkt. Aber was befindet sich außerhalb der Erde? Und da wird im ptolemäischen Weltbild das Kugelschalenmodell oder auch Sphärenmodell genannt. Also nach Aristoteles ist die Kugel die vollkommenste Form in der Antike. Wir sprechen vom geozentrischen Weltbild. Und das Kugelschalenmodell erstreckt sich dann im himmlischen Bereich. Und ihr müsst euch das vorstellen, die Kugelschalen sind konzentrische, rotierende Sphären um den Mittelpunkt Erde. Man kann das ein bisschen vergleichen mit einer Zwiebel. Die Erde ist der Kern der Zwiebel und um die Zwiebel herum sind diese Zwiebelschalen, diese sphärischen, konzentrischen Kugelschalen. Deswegen das Kugelschalenmodell, das Sphärenmodell oder auch Zwiebelschalenmodell liebevoll genannt. Und entscheidend ist nun, dass auf jeder dieser Schale ein Planet feststeckt. Der Planet bewegt sich nicht selber. Die Planeten, damals auch Wandelsterne genannt, also wir sprechen von, ich glaube, damals waren nur 5 Planeten bekannt, bis zum Saturn, viel weiter ging es damals noch nicht. Und diese 5 Planeten waren jeweils auf einer eigenen Kugelschale befestigt, konnten sich aber nicht selber bewegen. Nur die Kugelschale an sich bewegte sich komplett und damit auch der Planet. Warum klebte der Planet fest? Nun, ganz einfach.
Früher haben sich die Leute einfache Fragen gestellt, damit die Planeten nicht hinunterfallen. Die Menschen haben damals gesehen, alles wird irgendwie nach unten gezogen, gravitativ, aber eben auf eine recht ebene Fläche. Daher kommt auch die Idee, dass die Erde eine Scheibe ist. Die Leute haben sich das so vorgestellt und die Planeten könnten halt auch einfach nach unten fallen. Damals wusste man noch nicht, dass das gravitative Zentrum wie eine Kugelgestalt, wie ein Kugelfeld sich ausformt, sondern sie dachten, die Planeten können runterfallen. Deswegen sind sie auf den Kugelschalen befestigt. Ganz wichtig, und das ist dann auch für Giordano Bruno wichtig, am Ende der Kugelschalen befindet sich die Fixsternsphäre, die das Universum begrenzt. Wir haben also ein begrenztes Universum, ein endliches Universum. Die Leute dachten, da ist ein Ende und dahinter ist nichts. Das haben sie sich vorgestellt. Es gibt dementsprechend auch nur eine begrenzte Anzahl an Welten im Universum. Jetzt gehen wir chronologisch ein bisschen weiter. Auch noch 400 nach Christus bei Hypatia, einer bekannten Philosophin aus Alexandria, bestimmt das Kugelschalenmodell das Weltbild. Vor kurzem habe ich den Film Agora, Säule des Himmels gesehen. Und auch da werden diese Themen ein bisschen besprochen. Das ptolemäische Weltbild mit der Erde im Zentrum, das heliozentrische Weltbild von Aristarchos. Schon am Beginn, unter anderem, nennt auch Hypatia den Kreis als die vollkommenste Form. Und den Film kann ich in dieser Hinsicht empfehlen. Er ist kein überragendes Werk, aber gerade wer sich für antike und mittelalterliche Philosophie interessiert, der könnte sich auf jeden Fall diesen Film anschauen. Wir gehen noch weiter, denn nun ist die Frage, wer war denn einer der wichtigsten Philosophen im Mittelalter? Richtig, auch Aristoteles. Seit dem 12. Jahrhundert gab es dann eine umfassende Aristoteles-Rezeption in der denkerischen Welt. Wir denken an Thomas von Aquin, einen der wohl bekanntesten Aristoteliker. Hier gibt es nun den Aristoteles Latinus, denn Aristoteles wurde dann vom Griechischen ins Latein übersetzt und ist somit dann eben auch in das Denken der herrschenden klerikalen Schichten vorgestoßen. Also auch Aristoteles wurde hier weiterhin sehr stark besprochen, sein Empirismus wurde von Thomas von Aquin aufgegriffen und unter anderem auch die Kosmologie, das ptolemäische und aristotelische Weltbild vorherrschte im Mittelalter. Das Kugelschalenmodell hat also eine gewisse Dauer von ungefähr 2000 Jahren überdauert, von der Antike über das frühe Mittelalter bis über das späte Mittelalter, sogar bis in die Spätrenaissance hinweg. Und ganz wichtig dabei ist die Endlichkeit des Universums. Jetzt kommt Giordano Bruno. Also wir haben bisher schon gesehen, es gab bisher das Kugelschalenmodell und das geozentrische Weltbild, dann kommt Kopernikus und postuliert auch, anhand von Aristarchos seinen Ideen, der hatte schon in der Antike sich auch ein heliozentrisches Weltbild vorgestellt, dieses Modell, dass die Sonne im Mittelpunkt steht. Aber auch dort war das Universum weiterhin endlich. Jetzt kommt Giordano Bruno. De l'infinito universo e mondi heißt das in italienisch verfasste Werk von Giordano Bruno und besteht aus 5 Dialogen und einem Einleitungsschreiben. Also wir schauen uns nun in diesem Werk ein Argument an, mit dem Giordano Bruno seine Theorie der Unendlichkeit entwickelt. Er belegt diese Philosophie des unendlichen, materiell einheitlichen Universums, insbesondere in Widerlegung zu Aristoteles, und das stellt eben, wie schon erwähnt, einen radikalen Bruch zur Kosmologie dar, die fast 2000 Jahre im Zentrum stand, nämlich dieses ptolemäische Weltbild mit der Erde im Mittelpunkt und den Kugelschalen drumherum, die von der Fixsternsphäre begrenzt sind. Nun kommt Giordano Bruno und nimmt sich die unendliche Ursache. Die unendliche Ursache ist sozusagen eine aristotelische Idee, der unendliche erste Beweger, der auch eine unendliche Kraft hat, eine unendliche Auswirkung hat. Einige würden zu dieser Institution Gott sagen. Damals wurde zumindest nicht das Wort Gott erwähnt, nicht von Aristoteles und auch nicht von Giordano Bruno. Aber man geht von diesem unendlichen Funken aus, von dieser Unendlichkeit schaffenden Macht. Und jetzt stellt sich Giordano Bruno einfach die Frage, wenn wir diese unendliche Ursache haben, diese unendliche Macht, warum sollte diese unendliche Ursache eine endliche Wirkung haben? Warum sollte diese unendliche Ursache einen endlichen Raum schaffen? Ein Universum, das begrenzt ist? Das ergibt für Giordano Bruno keinen Sinn. Sodass er sagt, das Universum ist Manifestation einer unendlichen Aktivität. Also diese unendliche Ursache, sei es Gott oder sei es
ein Schöpfer oder sei es der Demiurg wie bei Platon. Der hat auch eine unendliche Wirkung und kann einen unendlichen Raum schaffen. Und deshalb ist nach Giordano Bruno das Universum unendlich. Für mich eine ziemlich logische Schlussfolgerung. Aber wir leben natürlich auch in Zeiten, in denen wir damit aufgewachsen sind, dass wir diese Erkenntnisse schon haben. Zur damaligen Zeit war das absolut radikal. Bei Giordano Bruno gibt es also keine Kugelschalen. Es gibt eine materielle Einheitlichkeit im Universum. Die Planeten bewegen sich bei Giordano Bruno auch selber. Sie sind eben nicht mehr festgeklebt an den Kugelschalen und nur die Kugelschalen bewegen sich. Nein, die Planeten bewegen sich selber. Es gibt eine unendliche Anzahl an Universen und Himmelskörpern. Ganz wichtig, es gibt keine Fixsternsphäre und damit postuliert Giordano Bruno die Unendlichkeit des Universums. Aus heutiger Sicht kommt uns das alles sehr, sehr bekannt vor, aber damals, und ich kann es nur nochmal wiederholen, war das wirklich ein absolut krasser Bruch mit der bisherigen Denkweise und den bisherigen Weltbildern. Zum Schluss schauen wir uns noch das Einleitungsschreiben an, um ein bisschen auf die Rhetorik von Giordano Bruno einzugehen. Insbesondere schon in dem ersten Zitat, mit dem ich die Folge eingeleitet habe, greift Giordano Bruno sprachlich, polemisch, ziemlich heftig Aristoteles an und spricht von Vulgärphilosophie. Also die Sprache spielt auch bei Giordano Bruno eine wichtige Rolle. Auch hier hat er sich nicht den Konventionen und Idealen gebeugt. Um seine freiheitlichen Gedanken zu unterstreichen, hat Giordano Bruno eine eigene Terminologie, eine eigene Sprache verwendet. Er wendet sich also ab von den zu seiner Zeit gültigen scholastischen oder grammatikalischen Idealen. Er hat sich hinweggesetzt über die bis dahin gültige Scholastik, dass alle Theorien in Quäsios aufgeteilt sind. Wer schon mal Thomas von Aquin gelesen hat, die Summa Theologica, der kann das da relativ schön sehen. Da werden wirklich einzelne Quäsios aufgestellt, das sind einzelne Thesen. Und die werden unten dann nochmal konkret ausgeführt. Da ist das alles sehr, sehr strukturiert. Es gibt kaum wirklich einen Fließtext, sondern alles ist sehr methodisch und strukturiert niedergeschrieben. Das macht Giordano Bruno eben nicht. Er wählt diese Dialogform. Er schreibt auch ein bisschen fluffiger, ein bisschen frischer. Damit hat er seine eigene Sprache geschaffen, die aber auch von Polemik durchzogen ist. Also er schafft es damit, seiner Polemik die Aufmerksamkeit der Autoritäten und der gehobenen Zielgruppe zu erreichen. Und er kreiert eben Metaphern, um seine Theorie von der Unendlichkeit zu veranschaulichen. Wir schauen uns nun ein Beispiel an. Ich zitiere Giordano Bruno aus dem Einleitungsschreiben. Nun seht zu, ihr Herren Astrologen mit euren servilen Physikern, was euren Kreisen wird, welche euch die fantasiegeborenen neuen bewegbaren Sphären beschreiben, mit denen ihr euer Hirn gefangen setzt, so dass ihr mir nicht anders vorkommt als lauter Papageien im Käfig. Wir teilen nun dieses Zitat in drei Teile auf. Gucken wir uns den ersten Teil an. Ihr Herren Astrologen mit euren servilen Physikern. Hier fallen uns also die Adressaten sofort auf. Giordano Bruno möchte dieses Werk an Astrologen und Physiker schreiben, also nicht für die Mittel- oder Bauernschicht, sondern für gehobenere, gebildete Personen. Die Physiker werden als servil bezeichnet, das ist ein altertümlicher Begriff für Unterwürfigkeit. Er sagt also hier schon, dass die Physiker unterwürfig sind unter den Astrologen und vor allem auch unter der Kirche. Schauen wir uns den Mittelteil an. Da schreibt Giordano Bruno von den fantasiegeborenen neuen bewegbaren Sphären. Damit sind genau die Sphären des Kugelschalenmodells gemeint. Er spricht hier von fantasiegeboren, indem er das Kugelschalenmodell nicht in der Realität verankert, sondern tatsächlich nur aus der Fantasie der Menschen heraus definiert. Er sagt also, das Kugelschalenmodell gibt es nicht in der Realität, es ist nicht nachweisbar. Die Menschen haben sich das nur ausgedacht und deshalb kann es nicht unbedingt stimmen. Wenden wir uns dem letzten Teil zu, ich wiederhole nochmal, mit denen ihr euer Gehirn gefangen setzt, sodass ihr mir nicht anders vorkommt als lauter Papageien im Käfig. Im allgemeinen Sprachgebrauch wissen wir alle, wofür der Käfig steht. Der Käfig umgrenzt irgendwie einen gewissen Raum, eine Hülle. Er begrenzt also diesen Raum und man kann auch nicht hinaustreten. Und jetzt erinnern wir uns an Giordano Brunos Biografie. Denn vielleicht wurde Giordano Bruno durch eine Parallele zu seinem Leben hierzu inspiriert. Denn nach dem Eintritt in den Dominikanerorden 1565 hat Giordano Bruno diese Enge, dieses Leben in einem Käfig selber erlebt.
Er war sehr, sehr unzufrieden mit diesem protokollarischen Tagesablauf, mit dieser engen Architektur des Klosters. Und das können wir hier wiedersehen. Also er zog womöglich eine Analogie zwischen seiner Biografie und seiner Theorie und er erachtete das Kloster als einen Käfig. In diesen Käfig sperrt er nun auch metaphorisch alle Wissenschaftler ein. Und dieser Käfig steht dadurch als Symbol für die räumliche Begrenzung sowohl des Universums nach dem Kugelschalenmodell im Hinblick auf die Endlichkeit des Universums, als auch für die gedankliche Engstirnigkeit dieser Wissenschaftler. Also Giordano Bruno hat hier eine Metapher geschaffen, die sowohl seine Theorie von der Endlichkeit des Universums darstellt, als auch die Engstirnigkeit, die Unfreiheit im Denken der Wissenschaftler. Außerdem vergleicht Giordano Bruno auf amüsante Weise die Wissenschaftler mit Papageien. Papageien plappern ja gerne Menschen nach, wie wir alle wissen. Und so genau machen es auch die Wissenschaftler, sie plappern anderen Personen nach und es mangelt ihnen an eigenständigen Ideen und eigenständigen Gedanken. Also mit dieser auch relativ bekannten Polemik, mit dieser bekannten Metapher der Papageien im Käfig, greift Giordano Bruno die Wissenschaftler und das Kugelschalenmodell klar an. Ihr seht also, Sprache und Rhetorik sind wichtige Elemente, nicht nur bei Giordano Bruno, sondern in allen Texten. Und ich wollte euch einen kurzen Einblick in die hermeneutische Methode des Close Readings geben. Auch mit dieser Methode kann man eben Texte analysieren. Es geht bei Texten nicht immer nur um den Subtext, nicht immer nur um die Botschaft, nicht immer nur um formale Argumente, sondern man kann Texte auch analysieren, indem man das wirklich Begriff für Begriff vornimmt, Satz für Satz vornimmt und versucht, Kontexte zur Biografie und zur Theorie herzustellen. Was bleibt nun als Fazit von der Folge und von Giordano Bruno? Wir haben also aus kosmologischer Sicht das Kugelschalenmodell nach Aristoteles, welches von der Antike über das Mittelalter bis in die Spätrenaissance das vorherrschende kosmologische Modell im Denken war. Wir haben das geozentrische Weltbild. Die Erde steht also im Mittelpunkt, die Himmelskörper sind auf den Kugelschalen festgenagelt und am Ende begrenzt die Fixsternsphäre das Universum. Dann kommt Giordano Bruno, italienischer Philosoph des 16. Jahrhunderts, vehementer Aristoteles-Kritiker, rhetorisch haben wir auch gesehen, interessant, poetisch und polemisch. Und Giordano Bruno entwickelt eben ein eigenes Weltbild und sagt, ein unendlicher Gott verursacht eine unendliche Wirkung. Das Universum ist unendlich, es gibt keine Kugelschalen mehr, es gibt keine Fixsternsphäre, es gibt eine unendliche Anzahl an Welten. Es war eine Ohrfeige. Anders kann man das gar nicht sagen. Es war eine Ohrfeige an die bestehenden Obrigkeiten, an die kirchlichen Autoritäten. Aber es war andersrum auch eine Ohrfeige der Menschheit an Giordano Bruno, dass einer der größten Denker der Unendlichkeit, der einfach den unendlichen Raum postuliert hat und erklärt hat, dass es diesen gibt, dass dieser Mensch in die letzten 8 Jahre seines Lebens in einem Kerker verbringen musste. Also wie kaum ein zweiter Name muss Giordano Bruno mit dem geisteswissenschaftlichen Umbruch in der Renaissance verbunden werden. Er hat die Grundlagen der modernen Naturwissenschaften gelegt. Nach ihm kam dann Kepler, der hat seine keplerschen Gesetze mit den Ellipsen, ihr erinnert euch vielleicht, entwickelt. Kepler hat dann auch das moderne Weltbild geprägt. Also Johannes Kepler hat sich dann angeschaut, okay, wir haben den Heliozentrismus, wir haben Giordano Brunos Unendlichkeit des Universums, gemeinsam mit Tycho Brahe hat er dann die Grundlagen für das moderne Weltbild, das auch uns heute in den Schulen noch beigebracht wird, gelegt. Es folgen dann noch Galileo und Galilei und heutzutage suchen auch Forscher nach Exoplaneten, die sind Millionen von Lichtjahren von der Erde entfernt und fast täglich hören wir von neuen Exoplaneten, die erdähnlich sein können, in unbegrenzter Anzahl im Universum vorherrschen können und die einfach existieren können und die Grundlagen dafür hat Giordano Bruno gelegt. Also es gibt wirklich kaum einen wichtigeren Philosophen, den man kennen sollte, um die Kosmologie zu verstehen und vor allem auch um diese Zeit des Umbruchs, um diese historische Phase des 16. Jahrhunderts der Spätrenaissance zu verinnerlichen. Es gibt kaum jemanden, der steht wirklich stellvertretend dafür. Und deshalb ist Giordano Bruno ein äußerst wichtiger Vertreter der Philosophie und der Kosmologie der gesamten Menschheitsgeschichte. Zum Abschluss hört ihr noch einmal Giordano Bruno. Im Einleitungsschreiben formuliert er sehr poetisch die Vorzüge seiner Philosophie. Und mit diesen Worten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit
und freue mich auf die nächste Spezialfolge. Und bis dahin, alles Gute von mir. Es folgt Giordano Bruno. Dies ist die Philosophie, welche die Sinne öffnet, den Intellekt erhebt und den Menschen zur Glückseligkeit führt, die er als Mensch haben kann und die in eben dieser Versöhnung besteht. Denn sie befreit ihn vom eifrigen Streben nach Lust und vom blinden Gefühl von Schmerz. Sie lässt ihn das gegenwärtige Sein genießen und für das künftige Sein nicht mehr befürchten als erhoffen.